Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich Fliesenfugen erneuern und somit natürlich die alten Fliesen auch dementsprechend auskratzen, entfernen und dann auch neu verfugen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Fliesenfugen schauen nicht mehr wirklich gut aus, weswegen ich diese mal erneuern will. Und hier haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir mal unseren Fugenmörtel da auf jeden Fall auskratzen. Das geht übrigens am leichtesten mit so einem Multifunktionswerkzeug und einem speziellen Aufsatz für Fliesen bzw. für Fliesenmörtel, denn das Ganze sollte auf jeden Fall mindestens 2 mm tief ausgekratzt werden, dass natürlich der neue Fugenmörtel auch ordentlich Halt danach findet. Wichtig ist auch, dass wir mit unserem Gerät auf jeden Fall sehr vorsichtig arbeiten, da solche Fliesen außen relativ leicht abplatzen können. Deswegen am besten einfach mal in der Mitte das Ganze einschneiden und am Ende können wir auch noch mit so einem Cuttermesser zum Beispiel den Rand hier außen von Fugenmörtel etwas besser befreien. Außerdem würde ich im Bad auf jeden Fall nicht zu tief einschneiden, da meistens unter solchen Fliesen bzw. unter dem Fliesenkleber noch einmal eine spezielle wasserdichte Abdichtung ist, dass da natürlich kein Wasser durchgehen kann und diese Abdichtung möchten wir auf gar keinen Fall einschneiden. Jetzt aber genug geredet. Erstmal Handschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille und bei einer größeren Fläche natürlich auch eine Staubschutzmaske anziehen und dann können wir auch schon beginnen. Mir ist natürlich bewusst, dass das Auskratzen bei sehr alten Fugen deutlich schwerer geht, doch das Prinzip ist auf jeden Fall dasselbe und danach sollten wir auf jeden Fall mal noch das Ganze mit einem Staubsauger auch staubfrei machen. Und zum Verfugen, was ich jetzt gleich beginne, habe ich übrigens auch schon ein spezielles Video auf dem Kanal, wo ich nochmal einige Tipps gebe, weswegen ich das Ganze jetzt doch etwas schneller zeige. Ich rühre mir meine Fugenmasse also mal dementsprechend an und schaue natürlich, dass die Farbe auch in etwa zu meinem alten Fugenmörtel passt. Und schaue dann natürlich darauf, dass meine Masse nicht zu fest, aber natürlich auch nicht zu flüssig ist. Und wenn es wie bei mir passt, dann können wir das Ganze auch schon mal auf unsere Fugen draufgeben. Als nächstes drücke ich die Masse mal mit einem Fugbrett ordentlich in meine Fugen rein, dass das Ganze auch nicht nur oberflächlich verfugt ist und im schlimmsten Fall danach sogar wieder aufplatzen könnte. Und ziehe überschüssige Fugenmasse jetzt bitte diagonal zu meinen Fugen ab, dass ich mir die Fugenmasse natürlich jetzt nicht irgendwie aus meinen Fugen raushole. Sobald unser Fugenmörtel nach ein paar Minuten leicht antrocknet und so einen Schleier ergibt, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dass wir mal mit einem feuchten Schwammbrett in Kreisbewegungen über unsere Fugen und auch über unsere Fliesen drüber gehen und somit auch nochmal unsere Fugen jetzt etwas optisch schöner formen. Das Schwammbrett sollten wir übrigens regelmäßig in so einem speziellen Wascheimer säubern. Das Ganze also einfach zum Beispiel zweimal eintunken und dann können wir sie auch wieder ordentlich ausringen. Im nächsten Schritt können wir nämlich noch überschüssigen Fugenmörtel mit diesem Schwammbrett jetzt einfach diagonal wieder abziehen, das Ganze säubern und dann natürlich noch einmal abziehen. Ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen und somit haben wir solche Fliesenfugen auch schon richtig erneuert. Wenn du dir übrigens so ein Multifunktionswerkzeug mit speziellem Aufsatz und natürlich auch eins dieser Bretter zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.